Hallo mein Lieben, Sven Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg, Berlin und in der Nähe von Murnau. Ich wollte mal mit einer neuen Reihe anfangen. Wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, findest du auf liebeschip.de auch meine Datingkurse. Und ich recherchiere ja gerade viel für mein kommendes viertes Buch, aber kommt gern noch zur wahrscheinlich erstmal letzten Lesung meines dritten Buches in Essen. 15.10. Ich packe das hier nochmal unten rein. Aber mein neues Buch kommt aber erst nächstes Jahr raus. Also wird um Polarität gehen und recherchiere da gerade eifrig und wollte mal so eine neue Reihe starten hier auf YouTube, aufräumen mit Mythen, die insbesondere auf YouTube verbreitet werden, aber auch anderswo. Also das Problem ist, dass so im Bereich Psychologie so eine Studie ist eigentlich keine Studie, ist trotzdem okay, darüber zu berichten und alles, gar keine Frage, aber viele Studien können einfach nicht repliziert werden, so, ne? Das ist auch echt ein Problem in der Psychologie, dass solange nicht eine Studie eigentlich mehrfach gemacht worden ist oder mit einem großen Sample, muss man das immer mit Vorsicht betrachten, aller Rechenkünste zum Trotz. Und eine so eine Sache, die sich immer wieder rankt, ist, dass Frauen während der Ovulation, also Eisprung, auf Alpha-Männer stehen, wie auch immer man das genau definiert, und vorher und nachher auf Beta-Versorger. Also das ist tatsächlich in einer Studie mal rausgekommen, konnte nicht repliziert werden, selbst in einer sehr großen Studie mit viel mehr Teilnehmern, konnte nicht repliziert werden, ist nach heutigem Stand falsch. Stimmt einfach nicht. Und also das ist tatsächlich so, dass Frauen, die haben es vielleicht oder haben sicherlich, sind die mehr horny, hat mit der Auswahl nichts zu tun. Zweite Sache, die da auch sehr dagegen spricht, ist, dass Frauen, die Pille nehmen, sind ja immer noch, ich habe mal so gelesen, so um ein Drittel, zumindest in bis 33, glaube ich, früher waren es noch viel mehr, haben ja logischerweise keinen Eisprung mehr und müssten ja durchgängig auf Betas stehen. Also das ist auch ein ganz einfaches Argument, was das eigentlich schon komplett zerstört, irgendwie diesen Mythos, was natürlich auch nicht der Fall ist, ne? Also Frauen, die die Pille nehmen, die haben zwar, das ist nachgewiesen, dass sie dieser Test des Immunsystems, dass der nicht mehr so gut funktioniert. Also Frauen, die keine Pille nehmen, die bevorzugen Männer, die so einen bestimmten Marker haben, den man eben riechen kann, der auf ein unterschiedliches Immunsystem hinweist, was ja eigentlich gut ist. Wenn man sich vermehren will unter der Pille, mögen sie eher Männer, die die gleichen Marker haben. Das ist tatsächlich schon mal belegt. Aber das andere ist leider ein Mythos. So, wenn ihr mehr von diesem, aber ich werde es auf jeden Fall machen, aber schreibt mir einfach mal, ob ihr das interessant findet, weil ich habe wirklich gerade viel Bücher gewälzt und es ist einfach so faszinierend, wie viele Sachen, die eigentlich jeden Tag hier so durch YouTube, Social Media donnern, natürlich auch gern von Menschen, die nie ein Psychologiestudium von ihnen gesehen haben. Ist auch egal, das triggert mich immer so hart, aber ist ja auch wurscht. Da gibt es noch einige mehr, mit denen ich mal aufräumen werde. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst mir gerne ein Like da und ein Abo und wir sehen uns bald wieder.